mittleren Teil haben wir uns mit der Kanisterzeit beschäftigt. Der Kanister-Vollzeit ist nicht sehr viel. So viel bleibt einem manchmal. Der Paulus hat nicht viel Zeit gehabt für eine Predigt auf dem Areopag. Und trotzdem kann so wenig Zeit, wenn es wirklich das Heute von Gott drin ist, seine Stimme nachher andere Leben verändern von Zuhörenden. So war es, dass aus dem Wenigen nachher sogar ein Bischof in Athen daraus entstanden ist. Findet ihr nicht, das ist ein bisschen wie ein Faust auf ein Auge, eine Pflanze und ein Uhr im gleichen Topf. Die Pflanze wird wahrscheinlich nicht nach der Uhr wachsen, nicht im Sekundentakt oder Minuten- oder Stundentakt sich entwickeln, sondern sie hat ihre eigene Dynamik. Genauso ist es mit der menschlichen Gemeinschaft, die etwas Dynamisches ist. Jesus hat das sogar mit Pflanzen verglichen, wenn er gesagt hat, ich bin der Weinstock, der sie treiben. Das wachset und manchmal stagniert so ein bisschen, dann gibt es wieder einen Wachstumsschub. Aber das kann man nicht minüteln, sondern es sind zwei komplett verschiedene Welten. Es gibt natürlich schon Pflanzen, nicht so in Kirchen, sondern vielleicht in einem Treibhaus, die mit Tropfbewässerung grossgezogen werden. Das macht man mit Computersteuerungen für Wasser zu sparen. Der Ort ist der einzige Fall, der mir bekannt ist, wo eben Uhr und Zeit und Pflanzen und Wachstum so zusammen koordiniert ist. Aber es ist fast mehr so eine künstliche Umgebung. Hingegen bei der Gemeinschaft selber, die ist ein bisschen resistent gegen eine Uhr. Warum? Sie ist etwas Spontanes. Spontanität, das Unvorhergesehene darf nicht verloren gehen. Die Gemeinschaft hat zu tun mit der Liebe. Und die Liebe ist etwas, das Raum gibt, wo manchmal schon plötzlich mehr Zeit braucht, als man ursprünglich eingerechnet hat. Oder sie hat auch nicht so gerne Formalitäten. Die Gemeinschaft, warum? Weil Formalitäten sind immer etwas, das Vertrauen verdrängen. Plötzlich müssen sich alle irgendwo am gleichen Zeiger unterordnen. Da merkt man, so kann es natürlich nicht gehen. Die Gemeinschaft unter Menschen gewinnt so an Qualität, wenn sie nicht mehr der Zeit muss dienen muss, sondern wenn die Zeit selber der Knecht wird, der Diener, der Untertan. Wie ihr ja wisst, haben wir unsere Welt eingeteilt in 24 Zeitzonen. Das geht schon nach dem alten griechischen Gott Chronos. Das war der Gott der Zeit. Und man schaut, dass alles schön chronologisch hintereinander geschalten ist. Und trotzdem müssen wir sagen, neben diesen 24 Zeitzonen, die es ja sicher auch braucht, irgendwo durch, wo man merkt, es ist aber auch ein bisschen Götz geworden von den Menschen, der Chronos. Neben dem braucht es eine zeitfreie Zone. Das ist die Zone vor dem Thron vom Vater. Man muss an einen Ort herkommen, wie zum Beispiel hier in einer Kirche, in einem Gemeinschaftsraum, in einer christlichen Gemeinschaft musst du reinkommen. Und da weisst du, hier ist die Zeit nicht das alles bestimmende Element, sondern hier ist der Raum, wo die Zeit ein bisschen stillsteht, wo wir einfach mal landen können, vor dem Thron, vor dem Vater. Eine Pastorin in Amerika hat mir erzählt, vor ungefähr 3-4 Jahren, als ich eine Reise dort gemacht habe, sie hat auch einen Pastorlehrer kennen, der in Kalifornien gearbeitet hat und gleichzeitig auch in Afrika. Er war ein Afrikaner. Und immer, wenn er in Afrika war, hat er einfach erlebt, wie viele Wunder und Zeichen passieren. Wenn er in Kalifornien eintaucht, hat er zwar auch mächtig predigt, wie es so die afrikanischen Leute eben können. Und es sind auch Menschen zum Glauben gekommen. Aber was nicht passiert ist, es hat einfach irgendwo tote Hose gegeben, wenn es darum gegangen ist, dass Gott in seiner Macht erscheint und die Gemeinschaft nachher auch wirklich heilt und von innen aufbaut. Und dann war er auf dich neu und gesagt, an was liegt das? Und Gott hat ihm gesagt, schau mal dort die Uhr in eurem Gottesdienstlokal. Gehst die mal abhängen, die gehört nicht hier rein. Weil die tut mich immer limitieren. Immer seid ihr Knechte von dieser Uhr. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann gehen alle heim. Kann ich eigentlich gar nicht anfangen wirken. Und so ist er gegangen, ist gehorsam gewesen. Hat etwas ganz Einfaches gemacht. So eine einfache Veränderung von der Gemeinde kann man sich fast nicht vorstellen, wie der gemacht hat. Einfach die Tour abgehängt. Und von dann an war Open End in den Gottesdiensten. Und sehr viel ist nachher auch passiert, was in Afrika bereits Standard war. Wenn wir sehen, wo Gemeinschaften sprießen, wo sie dynamisch sind, wo sie tiefer werden, dann hat das immer mit dem Heute von Gott zu tun. Und das Heute von Gott hat mit unseren Uhren eigentlich gar nichts zu tun. Eher im Gegenteil, es tut dem, da gibt es so ein paar chronische Krankheiten von unserer Gesellschaft. Chronisch eben, weil sie immer wiederkehrend sind, weil sie eben einfach bleiben. Und auch chronisch, weil sie mit dem Chronos verbunden sind, mit dem Zeitdruck, wo man gang drinnen steckt. Und da kommt der Pastor und hängt einfach mal so eine Uhr ab. Und schon passiert sehr viel, was sie vorher einfach nicht hergebracht haben. Durch die sicher sehr einfache, vielleicht sogar ein bisschen einfältige
Tat von dem Pfarrer, sicher gehorsame Tat, entsteht plötzlich Spielraum, Freiraum, Zeitraum, überhaupt eben Raum, wo Gott in seinem Heute den Menschen begegnen kann. Und auch seitdem bricht der Strom von Besuchern nicht ab, wo die Gemeinde dort aufsuchen, wo dort eintauchen, wo finden, das ist wie ein Bad. Das ist ein Bad außerhalb der üblichen Zeitzone. So ein simpler Chronometer kann Gottes Präsenz ziemlich eindämmen, vielleicht sogar verbannen. Ohne dass man es böse hat gemeint, kann man genau etwas verbauen und verhindern durch das Dicken von einem Uhrwerk, wo man sich nachher dem unterordnet und unterstellt. Aber es gibt noch etwas weiteres, das wir miteinander werden betrachten. Wir müssen das in diesem letzten fünften Teil noch miteinander anschauen. Es gibt nämlich noch eine andere Art, wie man geheilt werden kann von einem falschen Zeitverständnis, sodass man in das Heute von Gott hineinkommt, in das Heute von Gott und ein richtiges Bad ist, wenn man es mal lernt kennen und sich drinnen bewegen.